Die Glasveredelung. Im Hauptwerk in Hörgrenzhausen werden im Monat bis zu 5 Millionen Artikel dekoriert. Beim Aufbringen des Dekors im Siebdruckverfahren wird die Farbe durch ein Gewebe gedrückt, das nach dem Dekorentwurf in einer speziellen Technik angefertigt wurde. Farbe für Farbe wird der Dekor aufgebracht und im Trockenofen getrocknet. Damit die zweite Farbe genau in den Druck passt, muss die Maschine exakt eingestellt sein und das Glas sorgfältig eingelegt werden. Mit Halbautomaten wird der Arbeitsvorgang beschleunigt und eine höhere Stückzahl ermöglicht. Drei thermoplastische Farben werden von diesem Automaten hintereinander aufgetragen. Dieser Vierfarbenautomat druckt in einem Arbeitsgang einen kompletten Dekor. Durch äußerste Präzision entsteht ein einwandfreier Druck. Neben dem direkten gibt es auch noch den indirekten Druck im Abziehbildverfahren, das bei komplizierten, vielfarbigen Dekoren oder bei großen, rentablen Auflagen eingesetzt wird. Dabei wird der zunächst auf Bogen gedruckte Dekor als Abziehbild auf das Glas aufgelegt. In einem weiteren Arbeitsgang wird jedem Glas die Eichmarke aufgedruckt. Der krönende Abschluss der Glasveredelung: das Vergolden der Glasränder mit Augenmaß und ruhiger Hand oder mit einer speziell dafür entwickelten Maschine. Auch in der Veredelungstechnologie hält Rastal weltweit eine Spitzenposition. Auf elektronisch gesteuerten Produktionsstraßen durchlaufen die Gläser einen Fünffarbenautomaten und werden dann komplett dekoriert, ohne dass sie eine Hand berührt, direkt in den Ofen geschoben. Bei Temperaturen bis zu 600 Grad Celsius wird der Dekor in Durchlauföfen in 1 bis 3 Stunden ritz- und kratzfest eingebrannt. Nach dem Brand wird jeder Dekor überprüft und die dekorierten Gläser werden transportsicher verpackt.